Schrummis. Dies ist die Geschichte eines Ortes, den noch nie ein Mensch gesehen hat. Ein Ort tief in den Wäldern, in der Mitte der Erde, wo Pilze aller Art wachsen. Die Heimat der Pilzmenschen, der Schrummis. Oh ja, meine Pilze sind gewachsen. Sie wachsen gut. Mein Zauber hat funktioniert. Muli, mein Zauber funktioniert. Oh, ich bin so stolz auf dich. Wie ihr seht, benutzen die Schrummis Magie, um Pilze zu züchten. Nicht nur für Pilze, sondern auch um Kunst zu erschaffen, Dinge zu flicken und für alles andere. Magie war hauptsächlich die Aufgabe der Männer. Und die Frauen? Alles, was sie tun mussten, war hübsch auszusehen. Die Pilzmenschen waren sehr stolz auf ihr Land, ihre Pilzfelder und ihre langen, buschigen Schwänze. Sie verbrachten viel Zeit damit, ihre Schwänze mit kleinen Schleifen, Blumen und Farben zu schmücken. Eines Abends... Muli, wann kommt das Baby? Es ist fast soweit. Ich hoffe, es wird ein Junge, der zaubern kann. Oder ein sehr, sehr hübsches Mädchen mit dem hübschesten Schwanz der Welt. Was bekomme ich nun? Bruder oder Schwester? Nun, du... Oh, ich habe das Feld nicht abgedeckt. Nimm einen Regenschirm mit. Da wurde Muli vom Blitz getroffen. Sie wurde ohnmächtig. Aber dann, ein paar Tage später... Unser Baby! Unser Baby! Wir werden sie Pulowi nennen. Muli! Pulowi ist wunderschön! Was ist los? Pulowi, Drumu und Mollys kleine Tochter... Fehlten etwas, sie hatten keinen Schwanz. Ein Schrummi ohne Schwanz! Oh, Horror! Oh, Schrecken! Oh, Horror! Oh, Terror! Das ist doch kein Schrummi! Niemals! Oh, niemals! Eine Beleidigung für alle wahren Schrummis! Keiner der Schrummis wollte mit Pulowi befreundet sein. Und Pulowi konnte nicht verstehen, warum sie alle meiden. Warum ihre Eltern sie immer ganz traurig ansahen. Ja, ihr fehlte ein Schwanz. Aber es war ja nicht so, dass sie sich das ausgesucht hatte. Als Pulowi etwas älter wurde, war sie immer einsam und niemand sprach mit ihr. Daher begann sie zu stottern. Nimm das. Nee, lass mal. Du machst das. Ich trage das nach draußen. Wer ist das da drinnen? Ah, deine Tochter ist es. Komm raus, Kind. Willst du denn nicht Mamas und Papas Freunden Hallo sagen? Wie heißt du, Kind? Ihr Name ist Pulowi. Geh sofort rein. Übrigens, Pulowi hat den Kuchen gebacken. Sie hat keinen Schwanz. Ich sagte, geh rein. Wenn du nur nicht im Gewitter herausgegangen wärst. Die arme Pulowi konnte nie verstehen, für welche Fehler sie bestraft wurde. Die Zeit verging. Eines Tages... Drumu, du bist einer der einflussreichsten Schrummis in diesem Dorf. Und du hast Pulowi noch immer nicht in die Schule geschickt. Sie ist jetzt alt genug. Du weißt ja, wie sie ist. Das ist mir egal. Jedes Kind geht zur Schule. Also musste Drumu seine Tochter in die Schule schicken. Für Pulowi war der Gedanke furchtbar, einen ganzen Vormittag außer Haus zu verbringen, wo alle sie seltsam ansehen, sich über sie lustig machen und sie mieden. Zitternd saß sie in der Klasse,
ganz alleine. Guten Morgen, ihr kleinen Schrummis. Guten Morgen, Schrummi-Lehrerin. Schlagt eure Bücher auf Seite 21 auf und lasst uns mit dem Lesen beginnen. Wer möchte laut vorlesen? Magst du es mal versuchen? Lang. Hallo. Ich freue mich, dich in der Klasse zu haben. Das war vielleicht das erste Mal, dass jemand Poloi aufrichtig zu mögen schien. Poloi beschloss, dass sie die beste Schülerin der Klasse werden würde. Sie hatte ein natürliches Talent für Zaubersprüche und das fand sie eines Nachts raus. Schau mal, was ich hier habe. Ein verletzter Schmetterling. Den kriege ich sofort hin. Warum funktioniert der Zauberspruch nicht? Du kannst diesen einfachen Spruch nicht richtig. Sei nicht so streng mit ihm. Hifu. Mutter, du weißt, dass es stimmt. Poloi kümmerte sich nicht wirklich darum, was Hifu sagte, denn sie war an gemeine Sprüche gewöhnt. Was sie wirklich wollte, das war, dass der Zauberspruch funktionierte. Papa, Papa, es läuft. Echt? Ich brauchte nur ein bisschen Zeit, um alles richtig zu machen. Du wirst die Sachen nie verstehen. Geh und hol mein Essen. Poloi lernte sehr schnell und war bald in der Lage, mit neuen, nie gesehenen Zaubersprüchen außergewöhnliche Dinge zu tun, aber... Also, wer kennt die Antwort auf diese Frage? Ja, Poloi? Das? Ich weiß, du kennst die Antwort. Ja, ich habe, Ich verstehe. Du bist es nicht nur gewohnt zu reden. Willst du daran arbeiten? Ja. Wir werden gemeinsam daran arbeiten. Und wir werden damit beginnen, laut zu lesen. Zusammen, jeden Tag nach dem Unterricht, okay? Okay. So arbeiteten Poloi und ihre Lehrerin Tag für Tag nach der Schule zusammen. Sie lasen, sie lernten und vor allem sprachen sie. Ist es so schlecht? Kein Schwanz ist falsch? Der Blitz hat mich dazu gemacht, wie ich bin. Was zählt, Poloi, ist nicht, wie wir aussehen, sondern wer wir sein wollen. Du bist gut. Du bist talentiert, Poloi. Lass dir das niemals von irgendjemandem ausreden, okay? Wie läuft das Experiment mit dem Zauberspruch, an dem du arbeitest? Er ist noch nicht ganz fertig. Arbeite bitte weiter daran, in Ordnung? Ja. Poloi hatte einen Traum. Ihr ganzes Leben lang hatte man ihr erzählt, dass ein Blitz ihre Mutter verletzt hatte und sie deshalb ohne Schwanz geboren worden war. Alles nur, weil ihr Vater seine Pilzernte schützen wollte. Was wäre das? Was wäre, wenn sie einen Zauber erfinden könnte, der die Pilze ihres Vaters vor Blitz und Donner oder anderen Unwettern schützen würde? Poloi arbeitete an dem Zauberspruch. Sie arbeitete nach der Schule.
Sie arbeitete heimlich zu Hause, mitten in der Nacht. Wochenlang, monatelang, 2 Jahre und eine Nacht lang. Mein Zauber ist fertig. Er ist fertig. Sie schlich sich hinaus und träufelte den Zauber auf das Pilzfeld ihres Vaters. In dieser Nacht... Hifo! Es könnte heute Nacht einen Sturm geben. Geh aufs Feld und deck es ab. Deine Mutter und ich unternehmen etwas. Ist in Ordnung, Papa. Ich werde nach dem Essen gehen. Aber natürlich vergaß Hifo das. Und in dieser Nacht gab es wirklich einen Sturm. Ein schreckliches Unwetter. Alle Felder im Dorf wurden schwer beschädigt, außer Drumus Ernte, geschützt durch Polois Zauber. Als Polois Eltern am Morgen zurückkehrten... Was für ein furchtbarer Sturm das war! Unsere Felder! Auch das Abdecken der Pilze hätte sie nicht gerettet. Was? Deine Felder, Dromo. Muli, unser Feld ist heil. Wie das? Es scheint ein Zauber zu sein. Hifo! Ja? Gib uns auch den Zauberspruch. Mein Sohn, du hast einen Zauber erschaffen, um unsere Pilze zu schützen. Ich? Wir sind so stolz auf dich. Gib uns auch den Zauberspruch. Ist noch nicht ganz fertig, ja? Alle freuten sich für Drumo, aber einer war eifersüchtig. Der Dorfvorsteher. Gib mir den Zauber, der die Pilze schützt. Wir werden den Zauberspruch teilen, sobald er fertig ist. Halt mal! Wir Schrummis arbeiten unser ganzes Leben lang mit Zaubersprüchen. Und jeder Baby-Schrummi kann dir sagen, dass dieser Zauber fertig ist. Das Glühen in den Feldern ist der Beweis dafür. Du lügst. Du lügst doch nur, damit du die besten Pilze im ganzen Königreich hast. Gib mir jetzt den Zauberspruch, sonst lasse ich dich aus dem Dorf jagen. Das kannst du nicht tun. Ich bin der Bürgermeister und ich kann alles tun. Also entweder du gibst mir den Zauberspruch oder... Wage es nicht. Pullovi? Hifo, los, sag schon. Wie hast du den Zauber gemacht? Du weißt es nicht. Und weißt du warum? Weil du ihn nicht gemacht hast. Ich hab ihn gemacht. Was? Ich habe das gemacht, Mutter. Ich habe mein ganzes Leben Zauber entwickelt, seit ich zur Schule ging. Seit dem Tag, an dem er diesen armen, verletzten Schmetterling nach Hause brachte. Du? Pullovi! Ja, der Schrummi ohne Schwanz. Pullovi, du hast diesen großartigen, schönen, fantastischen Zauberspruch gemacht? Ich wollte nicht, dass der Blitz jemals wieder jemanden verletzt. Und jetzt, da wir alle wissen, dass der Zauber funktioniert, will ich ihn mit euch allen teilen. Hier ist er. Dies ist der Zauberspruch für euch alle. Jetzt muss niemand mehr bei einem Sturm raus auf die Felder, um sie abzudecken. Und keine Pullovi wird mehr ohne Schwanz geboren werden. Es tut uns so, so leid. Ich hatte keinen Schwanz. Aber ihr habt vergessen, dass auch Menschen ohne Schwanz ein Herz haben. Ein Herz, das Schmerz und Beleidigung empfindet und dass sie schlau sind und tolle Dinge tun können. Wäre meine Lehrerin nicht gewesen, würde ich immer noch in der Ecke weinen und versuchen zu sprechen. An diesem Tag wurden den Schrummis klar, dass es nicht darauf ankommt, wie wir aussehen, sondern wer wir sein wollen. Und außerdem war der Beruf des Zauberers von nun an nicht mehr nur etwas für Jungen. Er stand auch den Mädchen offen.